Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 10. Ja, ich habe mich gar nicht beim Speichersperruin geheilt, fällt mir gerade auf. Weshalb ich gerade wenig Leben habe. Wundert mich eigentlich, wie ich das vergessen konnte. Egal, es macht eigentlich theoretisch gar keinen Unterschied, ob wir jetzt einen Heilpotion mehr, oder weniger haben. Ach komm schon. Nerv jetzt nicht rum. Hilfe, kommt gerade recht, wa? Und dann auch noch von einer Lady? Auch nicht schlecht. Scheinen also doch nicht die einzigen zu sein, die hier in der Nähe sind. Handgranate benutzen. Unter den Items befinden sich spezielle Gegenstände, wie zum Beispiel die Handgranate. Solche Items sind nur im Kampf verfügbar. Und zwar im Spezialmenü unter Benutzen. Zum Beispiel einfach so. Und boing! Egal, wir hauen einfach mal weiter drauf und hauen einfach nochmal eine Handgranate drauf. So. Falls jemand noch Handgranaten möchte, man kann das Ding gerne nochmal beklauen, um welche zu halten. Das heißt jetzt nicht, dass man einfach Handgranaten los ist, falls man die beiden schon aufgebraucht hat. Ich weiß zwar nicht, wie viele Handgranaten es halt hat, aber ich glaube, es sind einige, wenn ich mich recht erinnere. Hey, normalerweise müsste es aber funktionieren. Naja. Auch egal. So, jetzt haben wir mal zum ersten Mal ein bisschen AP bekommen. In dem Fall finde ich, sind es nicht die EP, die man bekommt, sondern die AP. Was sie jetzt wohl mit uns anstellen? Wir haben ja eigentlich gar nichts gemacht, aber ziemlich freundlich scheinen ja nicht zu sein. Naja, zumindest die Typen nicht. Die Lady hat uns ja gerade sozusagen beschützt. Die haben ja gefragt, was sollen wir mit ihm machen? Kid, it's Daja. Hey,
Wait, that hurts. Sujek, right? Whoa. Okay. Hey, Nurse. Was ich immer verstehe, wenn er da sagt. Right, whatever. Okay, du. Du kleines Arschloch. Also hier, guck mal. Da, Brille. Du, anziehen. Danach, da, Wasser. Schwimmen. I said I don't understand. Fed! He said you can stay if you make yourself useful. Aha. You understand me? All right, I'll work. Gut, also zumindest scheint hier jemand zu sein, der uns versteht. Und zwar das Mädchen, das kann zufällig unsere Sprache. Ich find's witzig, dass sie sich die Sprache innerhalb... Egal. Auf jeden Fall haben wir da gerade das Albed-Lexikon Nummer 1 eingesammelt, das den Buchstaben in der Sprache... Moment. A und A zu uns übersetzt. Das große und das kleine A. Oh, almost forgot. Das Sphärobrett. Die Statuswerte der Charaktere entwickeln sich fort, wenn auf dem Brett eingesetzt werden. Schauen wir uns einmal an, was geschieht. Oh nein, oh nein, 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 nein. Bitte, lasst mich das bitte erklären, ja? Das ist auch hier viel zu großläufig. Das Tutorial ist, glaube ich, extra da, um es einfach nur zu überspringen. Das ist einfach so... Boah, das ist echt krass einleitend. Also wenn jemand nach dieser Erklärung nicht weiß, wie das Sphärobrett funktioniert, ich weiß nicht, der ist auch fertig mit der Welt. Das ist da echt wirklich erklärt für Doofe. Oh ja, oh ja, oh ja. Also im Großen und Ganzen, wenn wir Gegner besiegen, kriegen wir EP. Werden wir Level Up, kriegen wir S-Level-Punkte. So, mit diesen S-Level-Punkten können wir eine Station weiter. Ja. Für verschiedene Skills brauchen wir einfach verschiedene Spheroiden, um diesen Skill dann auch zu lernen, wenn wir weitergegangen sind. Wie das jetzt genau ist, kann ich euch gleich erzählen, weil wenn wir Spheroiden im Inventar haben und wir zum Beispiel Level Up sind, dann ist es am einfachsten, das zu erklären. Ich kann das, freie Hand kann ich das jetzt auch nicht so erklären. Okay. Dass man mit L1 und R1 zwischen Charaktere wechseln kann im Spherobrett, okay, ja. Könnte man selbst drauf kommen, aber gut, danke. Wow, danke. Das war sehr einleitend. So. So sieht das Standard-Spherobrett aus. Es ist, wie gesagt, einiges größer als das Profi-Sphärobrett. Das Profi-Sphärobrett scheint auf den ersten Blick aber größer zu sein, da es weiter nach oben geht. Dreht man jedoch das Standard-Sphärobrett sozusagen um 90 Grad, dann merkt man, oh, das Standard-Sphärobrett ist ja fast, ja, ist ja genauso groß. Denkt man sich dann einige Strukturen weg, wenn man sie besser anpassen würde, dann merkt man, dass das Brett größer ist, auf jeden Fall das Standard-Sphärobrett. Das hat jetzt also nichts damit zu tun, weil ich ein Anfänger bin und dieses Brett brauche. Nein, es hat einfach mehr Felder, um einfach mehr zu lernen. Das Profi-Sphärobrett hat nämlich ungefähr 90 Felder weniger, 50 Felder weniger als das Standard-Sphärobrett, was wir ja gerade benutzen. Gut. Auf jeden Fall, wie wir gesehen haben, ich bin einen Schritt nach vorne gegangen, hab benutzt ein Ability-Spheroid, weil wir eine Ability lernen wollten. Weil anfeuern eine Ability ist. Sieht man nach oben, da steht Ability anfeuern. Gut. Was anfeuern bringt, kann man sich wahrscheinlich nicht direkt durchlesen. Oder? Doch, klar. Hier. Steigert die Angriffs- und Abwehrkraft der Gruppe. Ja, so ist es halt im Großen und Ganzen. Ja, dann, weiß ich nicht, heilen wir uns mal lieber hier am Speicherpunkt und nutzen das, um einfach zu speichern. So. Und jetzt könnten wir eigentlich schon ab ins Meer gehen. So. Wow, der fragt gerade. Ja, soll ich dir das vielleicht nochmal erklären mit dem Sphärobrett? Nein, 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 nein. Wir klicken lieber nochmal.
Rikon. It's not active now, but there should still be some power left. We're gonna go down there and activate it. And then we should be able to salvage the big prize. Mm-hmm. Okay, let's get to work. Roger. Naja, Sklavenarbeit machen ist zwar eigentlich nicht mein Ding, aber okay, wenn das Spiel so verlangt, dann müssen wir das leider machen. Es hat alles seine Vor- und Nachteile, muss man ja alles sagen, ne? Egal. Schwimmen wir einfach mal der Kette entlang. Oben links auf der Map sieht man ja klar, wo man hin muss. So. Blub, blub, blub. Blub, blub, blub. Blub, blub, blub. Jo. Das Einzige, was es hier bedrohlich ist im Wasser gibt, sind Piranhas. Sehr, sehr bedrohlich. Sie sind so mega stark, dass man glatt davon sterben könnte. Zumindest vor Lachen. Und hey, da sind sie sogar. Drei Piranhas. Zum Glück sind meistens immer Piranhas im Dreierpack unterwegs. Das heißt, greift man ein Ziel an und sind da drei Piranhas nebeneinander, dann heißt es, okay, das gilt als ein Gegner, sind aber drei Piranhas. Super, ich bin echt super in Erklären. Es gibt's gar nicht. Ich bin der beste Lehrer. So. Also im Klartext. Hier gibt's eine Maschine und wir müssen durch. Durch das Tor, was vor uns liegt. Was machen wir also? Genau. Sehr primitiv. Wir hauen einfach drauf. Wenn das heute in so welchen Sicherheitssystemen funktionieren würde, dann, naja, würden die Leute wohl ihren Job los haben, aber gut. Ey, hier, schwimm da lang, genau. Ich weiß zwar nicht genau, was wir hier machen müssen, auf jeden Fall ist es so nach dem Motto, es werde Licht, könnte man sagen. Nämlich müssen wir da oben so einen Reaktor oder so ein kleines Ding da aktivieren, was weiß ich. Oh nein! Piranhas! Autsch, ess mich nicht auf! Boah, ja! Yeah. Das war echt so hammerschwer! Oh mein Gott! Ja, am Anfang ist es ziemlich schwer, irgendwie Final Fantasy X zu kommentieren. Ich weiß gar nicht, was man sagen soll. Also ich möchte in den Szenen eigentlich nicht so gerne dazwischen quatschen, weil das Spiel einen ja doch schon interessiert, schon wegen der Story her. Das Spiel ist aber nur episch. Ansonsten, was soll ich sagen? Mich greifen irgendwelche komischen Fische an. So ganz ungewöhnlich scheint das ja nicht zu sein. Hey, was ist denn das? Ein Tentakelmonsterchen? Erforschen wir das doch etwas genauer. Wow, Chance zum Präventivschlag. Wir klauen dann lieber einfach mal erstmal Handgranaten von. Das, naja, wirkt sich halt gut auf den Schaden des Gegners aus. Viel kann das Ding nämlich nicht. Das verpisst sich halt immer gerne mal. Aber auch dafür haben wir einen Trick auf Lager. Und zwar das Umkreisen. Die Extra-Befehle. Im Kampf sind manchmal spezielle Befehle verfügbar, auf die per links im Menüfenster zugegriffen werden kann. Okay, dann machen wir einfach mal Schutzhaltung. Wir heilen uns um 50 und sind, glaube ich, naja, haben etwas mehr Abwehr gegen den nächsten Angriff. Nein, haben wir nicht. Wir haben genauso viel Abwehr wie sonst auch. Oh, mein Hals ist so trocken, ey. Ich muss gleich unbedingt was trinken, ey. Der Wahnsinn.
Ich mache mir jetzt gar nicht mehr die Mühe, eigentlich nur noch die Handgranaten zu kaufen. Das lohnt sich ja gar nicht mehr. Was laber ich von kaufen? Von klauen natürlich. So, jetzt aber. Was? Immer noch nicht? Normalerweise müsste man eigentlich schon den extra Befehl haben. Genau, einkreisen. Oh, Moment mal, Leute. Oh, weia, Leute, das tut mir echt leid. Irgendwas scheint mit meinem Hals echt nicht in Ordnung zu sein. Ah, Diebstahl fehlgeschlagen. Oh, geil. Naja, wenigstens kann sich das Ding nicht mehr im Kreise drehen und von uns abhauen und uns mit seinem Krakenangriff irgendwas tun. Er kann eigentlich uns nur noch betatschen mit seinen geilen Fühlern. Das ist, glaube ich, schon ein Problem genug, denke ich. Jetzt, komm schon. Du kannst doch nicht so viel aushalten jetzt. Mach doch mal, schlapp. Ein HP? Wie jetzt? Kann man bei diesem Kampf auch nicht sterben, oder was? Warte mal, das muss ich jetzt genauer prüfen. Es wäre zumindest lustig. Denn das wäre mir auch mal irgendwie was Neues. Mal gucken. Jetzt greift auf einmal nur noch mich an. Scheiß drauf, jetzt ist das Ding eh kaputt. Naja, ganz normaler Arbeitstag. Jetzt haben wir auch wieder einen neuen Ausgang. Wir müssen nicht den ganzen Weg zurückschwimmen. Nein, wir können einfach aus dem Loch da rausjumpen. So, bewegen wir uns mal ein nach rechts. Wir merken, hey, wir können das nicht lernen. Abwehrkraft steigt um 1, weil wir keine Kraftsphäroiden haben. Die bekommen wir jetzt momentan nicht. Sehr schade, ich weiß. So, wo müssen wir hin? Hier hinten geht's doch irgendwo nach draußen. Nein, doch dahin. Da, wo Rico gerade steht, da geht's nach draußen. So, und das meinte ich mit, es werde Licht. Nämlich ist hier die Stromversorgung wieder aktiv, sage ich mal, und wir haben hier ein bisschen Licht. Wir können nun das suchen, was die Alberts halt eben suchen. Was das ist, das kann man gleich schon, na, so ein bisschen andeuten kann man das sehen, was sie wirklich hier suchen. Kann es auch gleich euch sofort sagen, wenn ich sehe. Nicht, dass ich jetzt nicht wüsste, was es ist, aber es wäre besser, wenn ich es erwähne, wenn ich es schon sehe. Also, mit einer Menge Fantasie könnte man jetzt sagen, das, was ihr gerade unter mir seht, das Ding, ist ein Flugschiff. Aber ja, wie gesagt, man braucht eine Menge Fantasie dafür. Dennoch, naja, sieht's aus wie irgendwas Versunkenes. Ein Schiff oder so. Oder einfach nur ein Stein. Ja, Leute, und da die Zeit gerade eh ziemlich knapp ist, meine Mutter mich wahrscheinlich überhaupt nicht mehr aufhören wird zu nerven, jetzt momentan während der Aufnahme,
Sag ich doch mal, es ist ein guter Moment, um einfach mal zu sagen, Leute, bis zum nächsten Mal.